So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von TheTutorial.de. In diesem Tutorial möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr einen Counter-Strike Global Offensive Server erstellen könnt. In einem anderen Video haben wir bereits gezeigt, wie ihr die CSGO-Konsole öffnen könnt und wie ihr einen CSGO-Server auf einem Linux-System installieren könnt. So, nun das Ganze auf Windows und wir fangen auch gleich an. Wir laden uns das Steam-CMD Plugin herunter. Link wie immer in der Beschreibung. Klicken auf Datei speichern. So, und die Datei ist jetzt hier auf meinem Computer. Wir werden jetzt zu C wechseln und dort einen neuen Ordner erstellen. Den nenne ich jetzt einfach mal Counter-Strike. Natürlich noch mit dem N dazwischen. Strike so und erstellen hier einen Unterordner mit dem Namen SteamCMD und einen Ordner mit dem Namen GameServer. In dem SteamCMD Server wird später das Steam Update Tool installiert und im GameServer wird nachher der CSGO GameServer installiert. Wir öffnen diese Datei und klicken auf alle extrahieren und wir ändern hier den Ort aus, wo wir das SteamCMD-Plugin installieren wollen. So, das heißt bei mir C, Counter-Strike, SteamCMD. So, klicken auf Extra hier und danach wird uns der Ordner angezeigt. Wir machen einen Doppelklick auf diese Datei und klicken anschließend auf Ausführen. So, nun wird ein Update heruntergeladen und installiert. Das kann je nach Internetverbindung eine Weile dauern. Bei mir sind das jetzt hier 7 MB, die heruntergeladen werden müssen und anschließend verarbeitet werden müssen. So, nachdem jetzt die Updates installiert worden sind und wir die Steam-Prompt vor uns sehen, die uns auch schon an die Linux-Eingabeaufforderung erinnert, werden wir uns jetzt bei Steam anmelden, Login, anschließend den Benutzername, unser Benutzername in Steam, Leerzeichen das Passwort und bestätigen mit Enter. Falls wir jetzt ein Error mit den Informationen SteamGuard oder ähnliches zurückbekommen, müssen wir den gleichen Befehl nochmal ausführen mit Login, Benutzername, also Login, Leerzeichen, Benutzername, Leerzeichen, Passwort, Leerzeichen und danach nach den SteamGuard-Code, den wir per E-Mail erhalten haben. So, in dem Fall bin ich jetzt hier erfolgreich angemeldet und wir werden jetzt folgenden Befehl ausführen, force unterstrich install unterstrich dir und dann das Verzeichnis, wo wir unseren CSGO Server installieren wollen. In meinem Fall ist das C Counter Strike Backslash und dann Game Server. So, anschließend führen wir Update app-update aus mit dem Parameter 740 und war. Validate. Validate benutzen wir, weil der Server das erste Mal installiert wird und es sich um kein Update handelt. Führen den Befehl aus und schon wird der Server installiert. Das kann jetzt je nach Anbindung und Prozessorleistung ein wenig dauern. So, nachdem der CSGO-Server jetzt erfolgreich installiert worden ist, können wir jetzt hier Gewürze eingeben, damit wir die Steam-Prompt verlassen. Und jetzt sehen wir im Ordner Counter-Strike GameServer, dass der Server installiert worden ist. So, nun öffnen wir mit einem Klick auf Start die Ausführungsprogramme und geben ein CMD. Das ist nun die DOS-Konsole. Nun wechseln wir in das Verzeichnis CD Counter Strike slash Game. So. Also, anschließend starten wir jetzt die SRCDS und Excel-Datei mit folgendem
Parameter. Wie einige von euch vielleicht schon bemerkt haben, gibt es verschiedene Modi in CSGO. Ich werde jetzt das klassische Modi starten. In anderem Video haben wir gezeigt, wie sie andere Modis starten können. Das heißt, wie die verschiedenen Startbefehle aussehen. Und natürlich auch Plugins installieren. Natürlich hier mit Leerzeichen. Den Befehl müssen Sie jetzt nicht abtippen. Ich werde den auch nochmal in die Beschreibung packen. So, schon öffnet sich ein neues Fenster. Der Steam-Server, ach, der CSGO-Server wird gestartet. Und alle nötigen Einstellungen werden geladen. Kann jetzt auch eine Weile dauern, der erste Start. Und ja. Natürlich klicken wir hier auf Zugriff zulassen. Damit der Server auch Zugriff aufs Internet hat. So, und nun sehen wir hier auch die IP des Servers. Wir können mal eben Status eingeben und sehen jetzt hier IP, Public IP und. So, öffnen wir Counter-Strike, um uns mit dem Server zu verbinden. Um uns zu dem Server, den wir eben aufgesetzt haben, zu verbinden, geben wir in der Konsole Connect, anschließend die IP unseres Servers, Doppelpunkt der Port, Standardport ist jetzt 20015, falls es anders sein soll, kurz Status eingeben. Und nun können wir uns schon mit dem Server verbinden und sehen hier, die Anfrage wurde bestätigt, wir werden jetzt verbunden, die aktuelle Map ist DE-DAS2. So, einfach auf Fortfahren klicken, anschließend auf Go klicken, das Team wählen und dann alles wie gewohnt spielen. So, in einem anderen Tutorial werden wir zeigen, wie wir den Server konfigurieren können, andere Namen, mit dem Aircon umgehen sollen. Für die Leute, die es noch nicht aus Counter-Strike Source kennen, werden wir dann noch ein paar Tutorials machen. Wir haben Plugins installiert und sonst noch alle extra. So, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und wir sehen uns in einem weiteren Video. Vielen Dank, ciao.